Herzlich willkommen bei Blue Sports. Heute zeige ich euch den Cross. Im letzten Video hattet ihr ja den Jab gesehen. Also falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, guckt euch auf jeden Fall das nochmal an, weil das ist praktisch den ersten Schlag, den man halt auch so macht. Jetzt der Cross ist noch ein viel stärkerer Schlag, aber man bewegt den Körper halt auch deutlich mehr. Logisch. Fast. Also wenn man den Körper mehr bewegt, dann kommt natürlich auch mehr Kraft beim Gegner an. Okay, starten wir dafür in der Kampfstellung. Ihr steht in der Kampfstellung, habt die Deckung oben und jetzt schlagt ihr nicht mit der vorderen Faust, sondern mit der hinteren. So, ihr startet aber nicht nur mit der Faust, sondern die Bewegung startet diesmal wirklich im Fuß. Ja? Ihr dreht euren Fuß so auf den Fußballen, sodass der Haken nach oben kommt, sodass das Knie nach innen wandert und dass die Hüfte sich nach vorne dreht. Ja? Dann kommt auch minimal der Rücken und die Schultern dazu und dann haben wir eigentlich auch schon einen perfekten Schlag mit der hinteren Seite ausgeführt. Ja, von hier aus wirklich Schlag und wieder zurückziehen. Auch ganz wichtig ist, nach dem Schlag Faust auf der gleichen Linie wieder zurückziehen. Ja, nicht nach unten fallen lassen. Es sei denn, ihr habt geschlagen und da kommt jetzt irgendein Angriff, den ihr unten abwehrt. Ja, das ist eine Ausnahme, aber sonst, wenn ihr schlagt, zieht ihr eure Hand wieder direkt zurück. Ja, keinen Umweg irgendwie nach unten. Man neigt schnell dazu, dass wenn man geschlagen hat und seine ganze Kraft in den Schlag gelegt hat, dass man dann denkt, ja, ab jetzt brauche ich keine Kraft mehr, zack, und lass den Arm fallen. Nein, wirklich, Schlag und wieder zurück. Und schön mit der Hüfte. Okay, das war das Video zum Cross. Wenn ihr irgendwo Anmerkungen habt oder Fragen, schreibt die gerne in die Kommentare. Mich würde auch interessieren, welche Techniken es gibt, die ihr noch hier auf dem Kanal sehen wollt. Ja, und ansonsten, ja, liked gerne, abonniert, drückt auf die Glocke, damit ihr keine Videos verpasst. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Ciao, ciao!